Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Da sind wir wieder hier bei Game Dev Tycoon Teil 14. Wir wollen weiterhin hier unsere Software-Schmiede vergrößern. Oh, kein Projekt. Dr. Schrotzorn läuft. Die M-Box wird nicht länger unterstützt. Du hast 2 Spiele auf dieser Plattform veröffentlicht und insgesamt 11,3 Millionen eingenommen. Okay. Gamesfair wird nicht länger unterstützt. Du hast 1 Spiel für diese Plattform entwickelt und hast insgesamt 4,6 Millionen verdient. Super. So, wir machen schnell ein neues Spiel. Und zwar... Wir nennen es... Horrorwald 1, es wird ein mittelgroßes Spiel, nur für Erwachsene, Thema natürlich Horror und Genre Horror, Simulation und Abenteuer, Simulation und Action, eine Action-Simulation. Machen wir so. Plattform PC. Spielengine natürlich die UFO Engine 6. Ist jetzt natürlich ein ziemlich hohes Risiko hier. 3D-Grafik V3. Oh, es geht los. Dr. Schrotzorn wurde von mir genommen, hat 777. Oh, ey, die Kohle, ey. Geht ab wie nichts hier. So. Horror-Simulation Action hatten wir in der Richtung noch nicht. Haben wir hier... Ach, das haben wir automatisch alles drin. Naja, ist ja auch cool. Naja, okay. So, gucken wir mal. UFO-Mann Design. Haben wir schon eingeteilt hier? Okay. Horror-Wald. Eine Horror-Action-Simulation. Eine Horror-Action. Das ist natürlich kompliziert, so eine... Kombinationen hier, wo man gar nicht weiß. Story Quests nehme ich einfach mal runter. Engine machen wir mal hoch. Ba, 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 ba. Mal gucken, ob das was willst. Nur ein Test. Hallo. Ist ja erstmal nur ein Test. Oh, wir haben jetzt schon einen Hype. Mal gucken, ob wir hier einen neuen Demo-Spiel, Demo-Film-Komplexe. Wir haben noch die komplexe Algorithmen, hatten wir schon, wa? Weiß jetzt gar nicht, wer hier welcher Spezialist ist. Oh, hallo, ich bin Curtin Gillen von Gamers. Ich habe gehört, dass UFOs Game Studios gerade an einem neuen Spiel arbeiten. Wären Sie bereit, uns über Ihr aktuelles Spielprojekt zu informieren und uns ein Interview zu geben? Ja, wir geben Ihnen ein Interview. Viele unserer Leser sind neugierig, welche Entscheidungen bei der Spieleentwicklung getroffen werden müssen und wie Unternehmen Schwerpunkte in einzelnen Entwicklungsbereichen setzen. Ihr neues Spiel ist ein Horror-Simulations-Action-Spiel. Können Sie uns sagen, ob ein solches Spiel normalerweise eher einen Schwerpunkt auf Dialoge oder auf künstliche Intelligenz setzt? Auf... Oh Gott. Auf künstliche Intelligenz, sage ich jetzt mal. Ob das nun richtig ist? Oh, der Hype steigt. Oh. In einem Interview sagte UFO-Mann, dass künstliche Intelligenz besonders wichtig ist und anscheinend sehen das die anderen Fachleute genauso. Okay. Haben wir nicht so einen Fehler gemacht. Oh Gott. Hi Chef, ein guter Freund von mir ist in einer Organisation tätig, die sich für mehr Frauen in der Branche einsetzt. Sie suchen noch nach Sponsoren und ich dachte mir, das wäre eine super Chance für uns. Klar, die unterstützen wir doch. Oh. Entwicklungsphase 2, wir haben ja hier auf die Kacke gehauen, wa? Von wegen, die künstliche Intelligenz wäre so wichtig, dann machen wir das. Okay. Gut, alles rein da. Und jetzt hier aber mal, ach nee, warte, oh nee, erstmal Werbung machen. Kohle haben wir ja ein bisschen, kosten kleine Kampagne, was kostet die 500k? Los, kleine Kampagne, kann nicht schaden. Und einen neuen Mitarbeiter, und zwar für Demospiel. Machen wir jetzt mal so frei Schnauze.
Da haben wir den Victor Valeres. Forschung und Geschwindigkeit. Level 2. Level 2. Immer nur zwei Leute. Einen teureren und einen billigeren. Ah ne, der ist sogar teurer. Warum ist denn der teurer? Weil er besser ist in Forschung, wa? Ach so, okay. Der ist ein bisschen langsamer, aber unbedeutend. Den nehmen wir. Victor Alvarez. Herzlich willkommen bei uns in der Firma. So. Herzlich willkommen, lieber Victor. Du hast aber auch gar kein Training und wir können dich hier schon einteilen, oder was? So, Spielweltdesign, Horror-Action-Game werde ich mal hochschrauben. Sound möchte ich auch haben. Grafiklevel lassen wir so. Design 259. Wie, was passiert, wenn wir den da einsetzen? Dann teilt sich das alles ein bisschen auf, ja? Na gut, dann können wir ja... So, und hier vielleicht ein bisschen weiter. So, okay. Okay. So, dann bin ich ja mal gespannt. Den hätten wir noch ausbilden sollen. Guck mal, der macht doch gar nichts. War doch klar, eigentlich. Mist. Wir haben gehört, dass UFOmans Game Studio kürzlich eine Organisation finanziell unterstützt hat, die sich für mehr Frauen in der Technologiebranche einsetzt. UFOmann, Geschäftsführer von UFOs Game Studio, sagte: Wir würden es begrüßen, wenn mehr Frauen in der Spielebranche arbeiten würden. Ja, warum wohl? Damit es nicht so langweilig ist im Büro. So, aber nun mal wieder weg hier von den Macho-Sprüchen. Halb 72, ey, Alter. Oh, heute wurde die neue Plattform Nu von Invento veröffentlicht. So, wir müssen diesen Typen hier unbedingt mal trainieren. Einarbeitungstraining, der hat ja nun keinen Finger krumm gemacht und er hier soll mal... warum trainieren? Das bin ich doch selber. Verstehe ich nicht. Oder müsst ihr alle im Urlaub oder seid ihr noch nicht fertig? Oder ach so. So, ihr seid doch jetzt fertig, oder? Was kommt denn da mal noch fertigstellen? Oh, schöne Punkte, Zahl. Vielleicht war man jetzt nicht ganz so falsch mit unserem Spiel hier. Oh, Levelaufstieg bei der künstlichen Intelligenz, bei der Grafik. Zack, zack, Spiel veröffentlichen. Neue Forschung verfügbar, fortschrittliches, stereokopisches 3D, sehr geil. So, und du mach mir mal einen Spielbericht, weil es ist ein absolutes Muss bei diesem Spiel, Spielberichte zu machen. Oh, jetzt wird's spannend. Wir haben erste Bewertungen für unser neues Spiel Horrorwald 1 erhalten. Na? Oh ja, okay, okay, okay. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Übermitteldurchschnitt. 70% Wertung. Auch gut. Mit unserer geratenen künstlichen Intelligenz. Ja, da kann man sich nicht beklagen. Das ist nicht schlecht. Sehr schön. Er arbeitet am Spielbereich. Bist du fertig hier mit deiner... Ah, okay. Er ist fertig mit der Mitarbeitereinweisung. Na, dann mach doch mal... 10 Forschungspunkte. Juwelen der Spiel. Spieldesign für Piraten. Was ist denn das? Machen wir mal. Training starten. Du kannst auch ein Training machen. Wird Zeit, dass wir hier mehr Trainings machen. Mehr Traininge. Du machst auch ein Training. Und zwar machst du das. Was das dann ist, werden wir sehen. Meiner einer ist gleich fertig hier mit dem Spielbericht. Oh. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Horrorwald ist beendet. Horror und Simulation ist eine schlechte Kombination. Arg. Engine scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Okay. Level Design scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Okay, da haben wir einiges falsch gemacht, aber trotzdem haben wir Glück gehabt. Verkauft sich ja scheinbar 2 Millionen, haben wir glaube ich schon gemacht. Okay, 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 okay. So, die arbeiten da weiter. Ah ne, die forschen. Was könnte der denn jetzt machen? Könnte auch mal trainieren. Nee, forschen. Lieber forschen, UFO-Mann. Forsche und schmal, das... Neue fortschrittliche. Ah, nee, da müssen wir ja gleich wieder grundlegende Physik.
Full-Motion-Video. Oh, ey, so viel, da kommen wir gar nicht hinterher hier. Synchronsprecher ist ja auch cool, wa? Fähigkeitenbäume, das ist cool für Rollenspiele, wa? Virtuelles Wirtschaftssystem, losforschen. So, wie lange forscht ihr denn jetzt hier noch? Oh, die Spielemesse, willst du teilnehmen, ja, mit dem Spiel, was jetzt kommen wird? 500k, okay. So, okay, ihr seid jetzt soweit fertig, ja? Dann können wir ein neues Spiel, sobald der fertig ist hier. Sehr schön. Wobei, wir haben so viel Geld, lass uns doch noch ein bisschen forschen. Lass uns doch noch ein bisschen forschen. Was haben wir? 20 Punkte haben wir noch. Okay, da können wir jetzt nicht so viel forschen. Ja, dann lassen wir das mal mit der Forscherei. Dann machen wir ein neues Spiel direkt. Neues Spiel entwickeln. Jetzt wieder mal ein Spiel für alle. Das soll mittelgroß sein. Und das Thema soll sein, wir haben doch eben diese, irgendwas für Simulation da erforscht, wa? Schon wieder vergessen. Es war, soll für alle sein und soll sich mit dem Thema Leben beschäftigen. Und deshalb heißt das Spiel, My Shitty Life. My Shitty Life. Also, so, My Shitty Life. Shitty Life, My Shitty Life. Genre Simulation und Casual. Und die Plattform, hier müssen wir überall Lizenzkosten bezahlen. Habe ich keinen Bock. Ach, guck mal hier, der kommt gut an auf Casual. Wir machen mal eins auf der GS. Machen wir einfach mal. Spielengine. Müssen wir natürlich die UFO 6 Engine nehmen. Entwicklung starten. So, jetzt geht's los. Oh. Woni hat das Nachfolgemodell der extrem erfolgreichen PlaySystem 2 angekündigt. Die neue Konsole wurde wie erwartet PlaySystem 3 genannt und kann eine sehr beeindruckende Hardware-Configuration vorweisen, die sie zur leistungsstärksten Konsole der Gaming-Geschichte macht. Die Konsole ist zugleich ein Blu-ray-Player, wovon Woni hofft, der erfolgreiche Nachfolger der DVD zu werden. Diese geballte Power hat einen stolzen Preis, welcher die PlaySystem 3 auch zur teuersten Konsole aller Zeiten macht, okay? Es bleibt abzuwarten, wie die Kunden auf den Preis in Bezug zu den günstigen Angeboten auf dem Markt reagieren. Wenn man jedoch den Erfolg der PlaySystem 2 betrachtet, so darf Woni gespannt hoffen. Die Konsole wird in den kommenden Monaten erwartet. Gut. Jetzt arbeite ich hier mal bitte an diesem Spiel. Okay, wir müssen den jetzt einsetzen, sonst heißt es nachher, hier setzen wir ihn mal ein, sonst heißt es nachher, ja, da müssen alle 4 Mitarbeiter mitmachen. Und dann haben wir wieder nicht so gute Erfolge. So, Simulation, Leben, Casual, Simulation, Simulation. Brauchen wir für eine Simulation Story und Quests? Weiß ich nicht, ich weiß es nicht. Story und Quests bei einer Simulation. Naja, schon, wa? Brauchen wir schon ein bisschen. Gehen wir mit dem Gameplay hoch und hier so ein bisschen so. Oh, die Messe, da läuft schon Horrorwald 1. Ach so, das ist ja das alte Spiel noch. Na gut, der ist aber ganz, er hatte ganz gute Bewertung. Der ist, glaube ich, relativ gut gelaufen. Also, denk mal, das wird schon. Boah, so viele Besucher, es werden einfach jedes Mal mehr. Natürlich haben wir es trotzdem nicht. Wir haben fast eine Viertelmillion Menschen und naja, ist egal. So, hier haben wir wieder einen Hype. Das heißt, Werbung ist angesagt, Zeitschriften, Demos, zack. So, nebenbei mal ein Schlückchen Kaffee trinken. Wir sind ja nicht umsonst hier im Büro. Okay, weiter geht's. Ah, Dialoge sind hier nicht so wichtig. Das ist wichtig. Das nehmen wir ein bisschen runter. Ah, doch, die ist auch wichtig, wa? Level Design nehmen wir ein bisschen runter und Dialoge schrauben wir noch ein bisschen hoch. Mal hoffen mal, dass das was wird. Der Zufall spielt ja auch eine Rolle. Ist ja schließlich ein Spiel. Sonst wäre es ja kein Spiel.
Ba, 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 ba. Oh, Horrorwald, 4,6 Millionen Umsatz. Sehr geil. Oh, jetzt kommt der letzte Einsatz hier. Graphic. Haben wir hier schon, eigentlich schon was Neues? Haben wir vergessen eben davor. Sound, Lebenssimulation, Arc. Das werden wir mal hochmachen. Graphic. Ja, Grafik gut ist immer gut. Grafik gut ist immer gut. Sound, ah, okay, so. Und so. Machen wir so und hier ein bisschen weiter runter und den Sound noch ein bisschen. Wir legen hier mal einen Schwerpunkt auf die Grafik, wa? Oder so. So machen wir das. Und dann werden wir mal gucken, was dabei rauskommt. Oh, guck mal den Hype an. Oh, der Hype. 120, Alter. Vielleicht haben wir schon wieder einen gelandet hier. Wow, alter Schwede, ey. So ein Hype. 9 Bucks noch, 6 Bucks, 5 Bucks, 0 Bucks. Noch kurz warten, ob da noch ein Bug hervorgebackt kommt. Okay. Da kommt noch ein Bug. Noch ein Bug? Fertigstellen. Fertigstellen, habe ich gesagt. Okay. Neue Kombination, gutes Management. Ah. Gutes Management. 3D-Grafik haben wir einen Levelaufstieg gemacht. So. Spielebewertung. Oho, mal sehen. 6, 5. Ah, naja, da wenn wir jetzt schon 6 haben, werden wir über 7 wahrscheinlich nicht rüberkommen. Obwohl ein unglaublicher Hype war. 8, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da noch eine 8 kriegen. Und noch eine 6, okay. Und du machst uns bitte einen Spielbericht. Danke. Oh. Vertreter von Woni haben sich in einem Auftritt, der von manchen als merkwürdig und arrogant bezeichnet wurde, lästernd und äußerst negativ über Micronoft sehr erfolgreicher im Mbox 360 geäußert. Während sie die eigene PlaySystem 3, welche im Laufe des Monats erscheint, in den Himmel gelobt haben. Naja, ist doch gar nicht mal so undumm. Als sie über den unüblich hohen Preis der PlayStation 3 befragt wurden, gab ein hochrangiger Manager des Unternehmens folgende Antwort: Die Leute werden mehr arbeiten, um die Konsole kaufen zu können. Wir wollen, dass die Leute sich mehr als alles, sie sich alles andere wünschen. Naja, okay, das klappt schon. Aber wenn ihr mich hier so zutextet, dann kauft das sowieso keiner. Weil dann mache ich für die Konsole nämlich kein Spiel, mein lieber Freund. Wir sind nicht sicher, ob die Spieler sich so danach verzehren werden, denn bislang wurden noch keine nennenswerten Spiele für die PlayStation 3 angekündigt. Es könnte eine Weile dauern, bis der namhafte Entwickler das volle Potenzial aus der starken Konsole herausholen kann können. Es war eine Anspielung, dass wir für dieses PlayStation 3 ein Spiel entwickeln sollen, wenn ich das richtig verstanden habe. Heute wurde die. Oh, das geht mir auf so auf den Keks mit diesem PlayStation 3 hier. Da mache ich kein Spiel für, ey, wenn die mich hier so zuspammen. So, jetzt machen wir erstmal kurz mal abspeichern und dann sehen wir uns am Freitag in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen, meine lieben Freunde, es hat wieder Spaß gemacht. Okay, tschüss.